Schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Willkommen hier auf dem Channel Mikey von Baird, gehostet von Darklink bzw. Dark 1 Inc., twitch.tv/dark1link oder youtube.com/thedarklink88. Der einzig wahre Superstreamer. Der Mikey von Baird ist aktuell leider nicht erreichbar bzw. hat seinen Posten als Streamer gerade verlassen. Deswegen übernimmt jetzt ihr professionelles Team quasi die Pausenvertretung für ihn. Sie werden nun unterhalten mit entspannenden Geräuschen, tollen akustischen Signalen und viel faszinierenderem Gameplay, als Sie es bei Mikey von Baird erwarten würden. Bitte seien Sie nicht verwundert, wenn der Content einen unangenehmen hohen Niveaupegel hält. Dieser wird natürlich wieder eingerissen, wenn Mikey von Baird die Kontrolle wieder übernimmt. Wir wünschen nun viel Spaß mit dem Programm und wünschen einen angenehmen Abend. Danke. So, ich schmeiß mal hier meinen Stream an. Weiß nicht, blende das auch nochmal rein? Natürlich nicht. Ach, weil Mikey nix kann er. Irgendwann, weißt du, das wäre irgendwie sowas, der hat 2000 Armer-Stunden und hat gefühlt, keine Ahnung, der sollte eigentlich die ganze Zeit nur Schnuller im Kopf haben, weil er keine Ahnung von dem Spiel hat. Genauso mit OBS oder beziehungsweise Streamlabs, der streamt jeden Tag fast schon, ne, also der streamt wirklich jeden Scheiß und wie oft der streamt und was nicht alles. Und aber Erfahrung hat er, als würde er quasi ganz frisch mit der Software dabei sein, also da fragt man sich auch einfach auf verschiedenen Ebenen, was der für Alzheimer haben muss. Wie vergesslich der ist und wie technisch abgewandt der einfach ist. Völlig abgehangen von allem, was irgendwie, weiß ich nicht, es ist einfach, Mikey ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Person. Wirklich sehr schwierig auch damit quasi zu arbeiten, sage ich mal, in Anführungszeichen. Man muss halt immer wieder irgendwie den Kontakt erstmal herstellen, dass man durchdringt zu seinen letzten verbleibenden drei Gehirnzellen. Also er hatte ursprünglich ja nur zwei, die dritte hat man ja noch nachträglich eingepflanzt. Das war quasi so erster Versuch mit Schimpansengehirn, da versuchen, das groß zu züchten. Hat mehr oder minder gut geklappt, hin und wieder hat er Aussetzer, aber im Großen und Ganzen funktioniert's. Ja, und da muss man jetzt einfach halt immer wieder sich drauf einstellen, dass man da auch alles immer ganz langsam erklärt und vorsichtig und dass man halt technische Details rauslässt. Also was, einfach nur, weil der Mikey halt, man kommt sonst nicht hinterher, den hängt man sehr schnell ab. Also das ist, als würde man, wenn man denen eine Story vom Alltag erzählt, das ist, als würde man ihn dazu zwingen, im Rollstuhl einen Hürdenlauf zu rennen. Das ist einfach eine Herausforderung und die kann er nicht immer meistern. Deswegen muss man im Alltag sehr viel Vorsicht nehmen, aber gut. Wem erzähle ich das? Ich meine, wem erzähle ich das? Ihr schaut es euch ja an. Ihr schaut es euch ja freiwillig an. Seit fast einer Stunde guckt ihr dem Typen vielleicht zu, ne? Oder, ich meine, ich rede hier sowieso Schall und Rauch und Leute, die es wahrscheinlich nicht interessiert. Ich glaube, die drei Zuschauer, das sind Mikey, Sandy und ich. So, das war's. Ich würde auch wahrscheinlich einfach erstmal das Profilbild von ihm ändern. Den Namen natürlich. Mikey von Baird ist ein scheiß Name. Ich würde das Profilbild natürlich ändern. Ich meine, er heißt Mikey von Baird, hat das Profilbild Mikey LP und es ist überhaupt nicht erkennbar, was das darstellen soll. Ist ein komischer Banner da. Komplett hässlich. Passt auch gar nicht. Raus. Dann, wie er seine Beschreibung macht. Ist ein Schmutz. Ja. Ist einfach scheiße geschrieben. Ist einfach alles kacke. Würde ich komplett ändern. Ich würde einen Streamplan aufsetzen. Ordentliche Moderatoren und natürlich Spiele spielen, die auch Leute sehen wollen. Ich meine, das hier guckt kein Mensch. So, mal ehrlich. Der Typ ist auch nicht lebensfähig. Was darf sie mal nicht sagen? Ist er direkt wieder angekratzt. Der schafft's nicht alleine durch den Alltag. Aber ganz leise Musik hat er, glaube ich, erschienen, ne? Ist das richtig? Ich habe nämlich gerade mal mit dem Stream-Sound angemacht. Nicht, dass ich hier laber, und am Ende hört man gar nicht, was ich sage. Das wäre eine Frechheit. So, weil wir Bild haben. Wir haben Bild. Einen wunderschönen guten Hallo und kommt zurück zu einer neuen Metro Exodus! Oh, die Musik ist so geil. Ich liebe die Metro. Ich weiß, ich konnte da den ganzen Tag anhören. Ich konnte den ganzen Tag hier sitzen und einfach die Musik im Startbildschirm hören. Mit der Dampflok im Hintergrund so. Geil! Das Einzige, was mich an diesem Bild stört, ist die alte Plunze hier. Warum ist die hier? Geh weg! Keiner mag dich! Ich zumindest nicht. Artyom soll das hier, oder Oberst Miller, oder Idiot, oder Duke, oder irgendein anderer Charakter. Von mir aus auch Benjamin Blümchen, aber die alte Plunze hier geht gar nicht, und ich hasse die. So. Wer startet? Ich kann die nicht mehr sehen. Das Schlimme ist ja noch, wir nähern uns dem Yamantau-Bunker, dass wir die jetzt gleich auch sehen, weil wir sie mal wieder retten. Das zweite Mal retten wir die schon, weil die so unfähig ist. Unfähig! Stören unseres bisherigen Lebens vollends zerstreut. Er wartet jetzt begierig auf das Treffen mit dem Verteidigungsminister, das ihm versprochen wurde. Vermutlich ist einem Karriereoffizier so etwas wichtig. Die Leute sind jedoch weniger interessiert. Sie stellen wichtige Fragen. Wo sind die Besatzungstruppen? Warum treffen wir nur auf Wildnis und wild gewordene Menschen? Was hält die Regierung davon ab, das Land wieder aufzubauen? Was wurde in den letzten 20 Jahren bereits unternommen? Miller glaubt, dass wir auf alles Antworten bekommen werden. Er wird begnadigt, Anna und ich auch. Und dann kehren wir alle nach Hause zurück. Schnauze halten. Die Metro. Du bist auch tot. Folgendes. Ich werde jetzt die Kalasch nicht mehr benutzen, weil mir gerade eingefallen ist, was heißt gerade, heute Morgen, dass wir nachher so eine Art
oder Gatling Gun kriegen und die schießt mit Kalasch Munition. Wenn wir jetzt die ganze Kalasch Munition verballern, können wir die Gatling Gun nicht benutzen. So, ich will mal ganz kurz hier was gucken und zwar ob die Kannibalen Kills als nö cool die Kannibalen Alter, ich hab Sprachdurchfall! Kannibalen zählen nicht als Menschen. Cool. So, ich denke, da hier müssen wir sowieso lang, deswegen gucken wir erstmal hier hinten um. Schilderübersetzung funktioniert super. Oh, Babka! Babka! Tagebuch Seite 3, lasst sie rein! Verdammt nochmal! Scheißt auf die Strahlung. Das ist schon ein Jahr her. Sie kommen von draußen. Sie brauchen nicht mal was. Lasst sie Strohhalme ziehen oder so. Die Sache ist, dass wir jetzt Lebensmittel für Monate haben. Schmerzen. Überall. Fieber. Wirre Gedanken. Der Arzt sagt, was von Prion oder so. Die von draußen hatten sie. Die Schweine. Wir hätten sie besser gegrillt. Jetzt ist es spät. Mist. Fleisch! Ha, ich kann Synchronsprecher werden, Alter! Kann man hier schlafen? Nein. So, gibt's hier noch eine Postkarte for free? Ich will meiner Oma schreiben. Hier drauf schießen, explodieren wir. Nicht nur wenn wir drauf schießen, auch wenn wir drauf schlagen, sterben wir. Ich hab ja heute einen Schalk im Nacken, Mensch! Ja, wir sind noch nicht mal angefangen bei der 7. Minute hier im Stream. Explosion! Ein Explosionchen! Ach, dumm, jetzt können wir jetzt Scheiße nochmal machen hier. Er ist tot! Du bist auch tot! Schnauze ist angesagt, Kollege. Hui! Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum Metro. Ich werde hier in diesem jetzigen Stream die... Ernsthaft, eben konnte Artyom 3 Kilometer weit springen. Gib mir das. Gib mir das. Gib mir den Spaß hier. Hui. Da hat er keine Wumme. Da. Immer schön, schön Kalaschmuni. Kalasch ist immer gut. Hey, wenn er drauf schießt, der explodiert mir bestimmt. Das mache ich jetzt nicht. So gut, dass die Papka immer gespeichert werden. Papka und Kartoschka. Was? Wundert mich überhaupt, dass der Metal-Detektor hier überhaupt alles richtig anzeigt, weil hier ist überall Metal. Warum sieht das ja nicht so runtergekommen, so abgerockt aus? Ha, moin. Dankeschön. Kalaschnikow. Kalaschnikow ist der Bruder von Schwachnikow. Schnapp sie! Ja. What the fuck? Lebt nicht! Sir, wie ist die Lage? Hier wimmelt es von diesen. Wie? Keine Spur von Anna. Verstanden. Suche fortsetzen. Weißt du, wir suchen mit drei Teams, aber wir sind das Team, welches wir nachher finden. Ey, ja, schild mal eure Basis hier. Oh, moin. Was ist denn hier los? Ich bastel mir nochmal fix.
Als ob Aktion mir nicht. Oh. Das ist ja interessant. Kann man mir das mal erklären, wie das funktioniert? Also, jetzt mal. Ganz ehrlich. Haben sie den da angeklebt oder was? Ach, ja, ich liebe Metro. Metro ist ein bugfreies Spiel. So, wir haben keine Zeit. Ich habe auch noch was anderes zu tun. Einmal nachladen hier. Das Licht geht wieder aus. Ich liebe, dass auf meine Maus wieder auf einem anderen Bildschirm unterwegs ist. Mach mal. Hey! Digga, die Shotgun ist so, ich weiß nicht, voll die Sniper-Shotgun. Wer will hier aufs Maul, hä? Das Wort nicht gespeichert. Er ist tot. Du bist auch tot. Katastrophe, ey. Gib mir das. Gib mir das. Gib mir das. Hui, na. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Danke. Danke für diesen schönen Tag. Danke. Danke. Nur mit Nachtsicht, ja. Bullshit. Ich hasse die Nachtsicht. Ich wollte an die Munition herstellen für unser Tier. So. Laden wir gleich mal durch die Kacke hier. Nein. Braucht nicht durchgeladen werden. Ich weiß nicht, ob jetzt hier gleich welche im Nahkampf kommen. Schnapp sie! Also da noch mehr. I think not. Oh! Ich hab gedacht, no! Schnauze da hinten. Ich werde hier in Ruhe loopen, Mann. Cool, ein Molotow, welches wir nicht nehmen können. Bitte, 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 Alter! Hola, Alter! Hola, Alter! Manche Platzgerade ist noch! Mann, der wäre schon selber zum Russen, ey. Oh, nochmal! Oh. Er ist tot! Du bist auch tot! Hey! Okay, töte mich. Ah. Ah.
mindestens auf 20 Uhr unterwegs sein. Jetzt läuft hier wieder gar nichts. Er ist tot! Er ist tot! Du bist auch tot. Hui! Danke! Danke! Danke. 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 Der liegt auch irgendwie immer woanders. Danke. Aha. Jetzt hätte ich fast das den Kabuff hier übersehen, ey. Ah ja, Infrarotlaser interessiert mich nicht. Fit. Ah, das ist bestimmt der Kollege hier. Nö. Ah, ihr wollt mal sehen? Lol. Nee. Was fuck ist denn hier? Hier ist nix, Mann! Hä? Ich verstehe es nicht, hier ist nichts. Ich habe keine Ahnung. War's das? Oh, es wird gespeichert. Nice. Ja, wie cool, dass der da reingefallen ist und ich da jetzt nicht rankomme. So.
weil ich das Molotow da nicht krieg. Hey, da liegt eine Leiche. Gib mir den Loot. Ich komme da auch nicht hin. Das Spiel will nicht, dass man da... Ne, das Spiel will nicht, dass man da hingeht. Also, da war's dann, dass da Loot ist. Zeigt man noch Loot, an den ich auch erreichen kann. So, da hängt ja irgendwo eine Postkarte rum. Also hier will ich ja nicht wohnen, wenn ich das mal. Ja. Da falle ich jetzt nicht nochmal drauf rein, da gibt es nämlich nichts. Also ich wette, dass ich schon an der Postkarte vorbeigerannt bin. So, Tagebuch sein, Tagebuch, Tagebuch. Babka, Babka, ich bin interessiert. Hier, ich muss mal kurz mein Lämpchen aufladen. Ich sehe ja nichts mehr. Babka, Babka. Was auch immer mir bringt, dass ich hier bin. So komme ich an die Typen da unten auch nicht an. So geht's ja mal rein. Quatsch. Coole Dose. Turm ist auch manchmal Sonnen, ich weiß nicht. Sonnen. Turm ist manchmal so an Sachen, wo du denkst, der kommt da nie im Leben rauf, kommt darauf, oder an Sachen, wo es eigentlich hier so wie hier einsichtig ist, dass man darauf kommen könnte, kommt dieser. Ich habe noch nicht mal ein Wort dafür, dieser Klumpatsch der Wunderhund hier nicht rauf. Ja, und an den Kollegen komme ich nicht ran. Oh, da oben regnet es Leichen, cool. So, jetzt kommen wir gleich zu der Stelle. Hä? Die Waffe ist einfach despawned. Mann, ey, man kann sich ja hier noch nicht mal umbringen. Was haben sich die Spielentwickler denn dabei gedacht? Ja, da wollen wir mal in den total interessanten Boss-Battle-Bereich gehen. Das wird nämlich jetzt lustig, vor allen Dingen, weil da hinten gespeichert wurde, bevor wir gelootet haben. Das heißt, für den Fall, dass wir sterben, und dieser Fall wird sehr wahrscheinlich sein, müssen wir dieses ganze Areal nochmal ablooten. Also, ich würde sagen, öffnet die Tür. Ich will nicht. Oh, es wird gespeichert. Ich will doch. Juhu! Oh. Tralala. Was? Aua. Feuer frei. Aua. Tut's nicht. Feuer.
Der ist tot! Gib mir das! Aber... Huh! Na! Batz! Ich will das aber im Tausch gegen die Kalasch. So. Ich hab eine Bratatatat! Ich wollte nicht schießen! Ich wollte einfach nur gucken, was passiert, wenn ich linke Maustaste drücke. Ah, mit rechts kann man sich schon schneller laden und mit links macht sich halt nur ganz langsam. Okay, das ist wie Launch Control. Okay, ich bin ganz ehrlich, diesen Bossfight hier, ne? Den habe ich schlimmer in Erinnerung, wenn ich das mal so sagen darf. So, das ist unsere neue Kalasch. So geht's bei deinem Kram. Ich muss mit... Warte mal, wie heißt das Ding? Das muss ich mal nämlich aufschreiben, damit ich weiß, dass ich damit schon einen Kill gemacht habe. Die Gatling. Ja, Gatling Gun heißt Gatling Gun. Das ist einleuchtend, oder? Gatling... Wir haben 1, 2, 3, 4 mit 5 Waffen schon einen Kill. Perfekt, ich will gar nicht mehr. So. Shotgun, die lasse ich nie im Stich. Die Shotgun ist immer eine sehr verlässliche zweite Wumme. Ich weiß gar nicht, ob mir die Dinger hier was sagen sollen. Oh, ja, die letzten drei Schuss, die ich hatte, habe ich erfolgreich ins Sand gesetzt. Man nennt mich Profi. Pro-Gamer auf einem neuen Level. Ich bin da ganz ehrlich, ne? Ich laufe komplett blind durch die Kante hier. Cool, eine Patrone. Oh. Okay, die Gatling Gun ist auf Nahkampf ziemlich gut, aber auf Fernkampf ist sie ziemlich scheiße. Aber gut, wir können die Gatling Gun abhaken. Wir haben einen Kill gemacht mit der Gatling Gun. Au! Was ist denn das hier für ein Speicherpunkt? So. Ich will die Shotgun mitnehmen. Jetzt werde ich hier aber erstmal genauer alles looten. Ach ja. Du bist die Konstante. Na. Also der Bossfight, der war, weiß ich nicht, auf normal Schwierigkeit normal war das Ding hier irgendwie schwieriger. Oh, falsch Knopf. Ich wollte H gedrückt halten. Rechtsnamen raus. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich da reinkomme.
So, Metal Detector sagt nichts mehr, also denke ich mal, haben wir hier alles. So, dann wollen wir mal das Ding hier fertig machen und unser T-Hau. Oh, da kommt noch mehr Besuch. Und mal eben nachladen hier. Digga! Und jetzt wieder vor den Typen auf die Fresse kriegen hier. Aber jetzt mache ich diesen hier. Ich jumpe nämlich. Batz in die Fresse! So langsam weiß ich ja, wo hier der Loot liegt. Dankeschön. 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 Gut. Zirk. Zirk. I think that was. Ich wusste übrigens damals nicht, dass man die Gatling Gun so aufladen muss wie der TH-Gewehr. Deswegen, ja, habe ich die Gatling Gun benutzt, geschossen, bis sie nicht mehr ging oder habe ich sie weggeschmissen. Erzählt einem auch keinen, dass man das Ding aufladen muss, wa? Oh, High Five! Danger! So, Daniel Danger? Oh! Oh, da wurde an die Wand nageln ein bisschen zu persönlich genommen! Oh, schöne Frau. Zack. Ich nagel die Alte an die Wand. Das wurde da richtig persönlich genommen. Also zu genau genommen. Oder er hat sie mit Jesus verwechselt. Kann natürlich auch sein. Ich hab ja heute wieder Sprüche drauf, du. Ha! Ah! Oh. Ach, guck mal, da guckt er sich selber bei der OP zu. Auch geil. Schade, dass man die Köpfe nicht. Oh, Babka! Offizierstagebuch. Jetzt sind wir schon seit einem Monat wie Ratten in einem Loch eingesperrt. Oh, was können wir dagegen machen? Wir wissen nicht einmal, ob draußen noch jemand lebt. Alle Antennen wurden zerstört und die Strahlungswellen so hoch, dass wir nichts tun können. Aber hätte jemand einen Grund, uns zu kontaktieren? Auch wenn die Antennen in Ordnung wären. Die hohen Tiere sind immerhin nie hier angekommen. Die Bauarbeiter scheinen aber recht zu haben. Wir sollten es uns hier bequem machen, denn allzu bald kommen wir hier nicht weg. Diese Idioten mit ihrem Rat. Ich würde den Arbeitern ja verzeihen, wenn sie mit so einem Quatsch ankämen. Ach nee, das ist gar kein Zitat. Ich würde den Arbeitern ja verzeihen, wenn sie mit so einem Quatsch ankämen. Aber warum sollten die Offiziere solche Spielchen spielen wollen? Nur um alles auf einen Regierungserlass schieben zu können? Wenn sie die Ration wieder kürzen, wie soll das helfen, wenn es schlicht und ergreifend keine Lebensmittelreserven gibt? Die Lebensmittelreserven. Verrückt. Der Doktor hat recht. Wir, die Funktechniker, sind aus einem guten Grund hier. Wir werden nicht nur unsere Kameraden retten, sondern auch noch tausende Überlebende draußen helfen.
Wir müssen lediglich die Antennen reparieren und die echte Regierung wissen lassen, dass wir leben. Sie werden uns Lebensmittel schicken und dann alle Überlebenden mit Strahlenschutz versorgen. Und was könnte jetzt wichtiger sein? Ja, das hat ja super geklappt, wie man hier sieht. So, das war auch wieder eine Papke, deswegen denke ich mal, dass das letzte, die letzte Postkarte nicht hier ist. So, was haben wir? Ach, das war hier an die Wand nageln, alles klar. What have we here? Nix, nix. Haben wir hier. Ein großer Raum voller gar nichts. Komme ich da irgendwie hoch? Oh, ich hasse das. Da oben liegt Loot und da kommt man nicht an. Steh auf, Männchen. Diese Tür will ich noch nicht. Ich würde da gerne, zu gerne da oben hin, aber... Ach man, Atjob, jetzt mal ganz im Ernst. Wäre das hier, ich weiß nicht, wäre das ja keine Abkürzung, um da oben zu kommen, würdest du ja locker raufkriegen. Ey, das ist so lächerlich. Dieses Spiel ist einfach nur lächerlich. So, wir gehen durch die Tür. Licht aus. Ich war natürlich, oh, da ist Anna, unsere liebe, unsere gute, liebe Frau. Warum ich Anna hasse? Guck diese scheiß Let's Play hier von mir. Oder guck die alten Teile von mir. Ich hasse diese Frau einfach, weil die nur Probleme macht. Sie macht nur Probleme. Weiß ich nicht, wäre das meine Frau, die hätte ich schon längst zum Teufel geschickt. Boah. Oh, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist hier nämlich, ich glaube, das ist schon das Ende von dem Bunker und ich muss ja mal so ganz ehrlich sagen, mir fehlen 2 Tagebuchseiten und mir fehlt eine Postkarte, also alles habe ich hier nicht gefunden. Ja, hier mache ich zack, ich schreibe einfach nur mal Yamatau Fragezeichen Yamatau, Fragezeichen. Ich meine, Moskau war auch keine Kunst, da war zu übersehen. So. Gut, ich meine, die Postkarte könnten wir ja vielleicht noch finden. Da ist ja noch nicht alle Abendtage. Nein, das triggert automatisch. Atjom, ich wusste es. Von hinten. Hinter dir. Wie auch immer der da hinkommt. An wie dich. Helden. Du wirst. Keine Ahnung, ob ich was drücken muss. Ich drücke einfach. Genau wie die anderen. So. Keine Bewegung. Ja, nur lass mich ihn nicht gehen. Um. Weißt sofort. Du noch, was ich gesagt habe? Es gibt ein experimentelles Medik. Lass ihn doch ausreden. Der Typ hätte nützlich sein können. Das ist auch wieder so ein Punkt, warum ich die Frau hasse. Gott sei Dank. Und wie kommt er nicht hinter mir? Das ist unmöglich. Der kann nicht hinter mir erscheinen. Klotzt sich so blöd. Melden wir uns beim Oberst. Ich weiß nicht, das ist so dumm. Papa, warum? Anna, geht's dir gut? Wo bist du? Im Krankenlager. Tom hat mich gefunden. Gut gemacht, Arthur. Wo gehen Sie jetzt? Am Ende des Gangs ist ein Aufzug. Er fährt direkt. Wenn ich du wäre, ich muss etwas verschnaufen. Wenn ich du wäre, würde ich mal meine Klamotten anziehen. Aber ach, was weiß ich. Ich habe schon längst aufgegeben, die Frau zu verstehen. Im Allgemeinen, wer versteht schon die Frauen? Warum komme ich hier nicht rein? Weit, da war gerade. Hinter der Wand?
Mann! Hey, ich komm zurück. Nein, ich komm doch nicht zurück. Cool, da hat einer von der anderen Seite die Tür abgeschlossen. Sachen gibt's. So, ach, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn die Postkarte hier wäre. Warum sollte sie auch hier sein? Warum sollten hier überhaupt Postkarten sein? Jetzt mal im Ernst. Also, wer hängt sich hier Postkarten hin? Da oben hätte man schön Easter Egg verstecken können. Hä? Ich finde auch mal lustig, guck mal, der Rollstuhl ist nicht mal halb so wie der Tisch und da springt der Turm einfach so hoch. So, also, ich weiß nicht, wenn ich du wäre, würde ich meine Klamotten anziehen. Ja. Cooler Stuhl. Sehr hygienisch hier alles gehalten, mag ich, gefällt mir. So sieht das bei uns beim Bäcker auch aus. Hier gewinnt nichts. Aber diese ganze Situation. Ich hätte nicht gedacht, dass wir etwas Schlimmeres als den Kult an der Wolga zu sehen bekommen. Als diesen Selantius mit seinen verdammten Fanatikern. Ja, Schlimmste, was ich zu sehen bekommen, läuft, ist gerade in den Fahrstuhl gegangen. Das Problem, Alter, mir fehlen. Wie viel fehlt mir? 2 Tage bin ich an eine Postkarte. Wir sind jetzt fast durch mit dem Bunker. Ich will eigentlich gar nicht. Aber ich kann auch nicht zurück. Deswegen. Katastrophe. Aber so, nein, drück auf, scheint, scheiß gibt es Knopf. Noch Luft nach oben. Wir hätten hier sterben können. Wären fast gefressen worden. Ach, dieser Schweinehund. Unglaublich, dass der einmal Arzt gewesen sein soll. Egal. Wir werden sehen, was jetzt passiert. Immerhin haben wir sie überlebt. Hey! Warum töten die denn immer alle? Gott sei Dank! Ich hätte es mir nie verdient. Es geht mir ohne das an! Wer hätte gedacht, dass diese Kreaturen hier seit 20 Jahren Menschen fressen? Ist das zu glauben? Es tut mir leid. Ich habe mich wie ein Wünschler verhalten. Ich sollte den Minister treffen. Die Täuschung hat mich selbst gefällt. Ich habe vor diesen Ghoulen sogar salutiert. Eine verschissene Arche. Diese Monster waren hergekommen, wie die Beobachter in Moskau. Die halten die Leute dort mit ihrer Täuschung im Untergrund. Aber hier... Also gut, was machen wir jetzt? Ja, da wird so ein Ding, als ob Atium hier nicht rüberklettern könnte. Luftabwehr, Hauptquartiere, alle Informationen sind überholt. Alle Verbindungen lange erloschen. Immerhin... haben einige noch mehrere Jahre nach dem Krieg funktioniert. Von hier sind wir gerade gekommen, ne? Jo. Was ist das da unten? Das ist eine Caspian 1. Eine Funkzentrale. So eine steht auch in Novosibirsk. Willst du uns jetzt in den nächsten Bunker zerren? Ich weiß es nicht, Anna. Wir müssen die Entscheidung gemeinsam treffen. Ja, ungern, aber jetzt wird hier plötzlich ein. Hast du alles geholt, was du konntest, Idiot? Wir brechen auf! Einen Moment, ich mache eben noch den Rest kaputt. Komm schon, komm schon! Okay, alles erledigt. Jetzt wird's spannend. Ach ja. Tja, 2 Tagebucheinträge und 1 Postkarte fehlt. Warum hat der gefesselte Hände? Ich glaube nicht, dass du es so etwas sagen sollen, Anna. Es hat dieses Mal doch alles geklappt, oder? Geklappt hat es tatsächlich. Aber was ist, wenn es nächstes Mal nicht klappt? Da hast du natürlich recht. Dann musst du wenig leben. Natürlich nicht. Ein Grund mehr zu kämpfen und mehr von der Zeit, die mir noch bleibt, mit diesem Typen da zu verbringen. Er ist mir irgendwie ans Herz gewachsen. Das kann ich verstehen.
Das wäre ja für nochmal ein Ort, um hier Tagebuch oder so zu platzieren. Aber nein, die Entwickler gönnen nicht. Oder ich übersehe es einfach. Ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn wir da hätten hochklettern können. Wait, hier drüben soll noch irgendwo was liegen. Cool, ein Aufzug. Ah, hier. Alter, du bist so ein Elefant, ne? Ja, Freunde, ich komme gleich, ich habe sowieso unendlich Munition. Ich suche nämlich Postkarten, Tagebucheinträge. Überall geht die Welt unter, Krieg, Schüsse hier, Kannibalen da, überall. Aber Artyom, der sucht Postkarten, Tagebucheinträge. Ja, als ob wir hier nicht rein könnten. Na gut, hier gibt es nix. Warum fällt der Brenn von oben runter? Oh, Tagebuch! Offizier-Tagebuch 3. Scheiße, ich habe die 2 verpasst. Unglaubliches, grässliches, unfassbares Monster. Deshalb ist also niemand aus der Quarantäne entlassen worden und der Miss Kim besitzt die Frechheit, mir einen Offizierstitel anzubieten, damit ich wieder dazugehöre. Erst werfen sie mich raus und jetzt wollen sie mich zurückhaben. Und sie haben keine Angst, nicht die geringste. Das bedeutet, dass da oben alles vorbei ist. Ich brauche nicht mal den Funk bemühen. Es gibt keine Regierung, kein Gesetz und kein Land. Aber haben sie deshalb das Recht, Menschen abzuschlachten und zu fressen? Es war wohl nicht viel nötig, um sie zu Ghoulen zu machen. Na, wartet nur ab. Ich werde euch lehren, wieder Angst zu haben. Meine Waffe habe ich zum Glück immer noch. Wartet nur ab. Dann zeige ich euch, wie man das Versorgungsproblem löst, ihr Höllendealer. Diener. Lass mich raten, der ist nicht weit gekommen. Aber... dann muss es doch heißen, dass Tagebuch Seite 2 hier irgendwo rumliegen muss. Also, weiß ich nicht. Entweder, ich schätze mal, das liegt, muss hier irgendwo rumliegen, weil das andere haben wir da hinten gefunden. Entweder lag es da bei dem Arzt, da wo der Arzt die alle abgeschlachtet hat und untersucht hat. Aber den Raum habe ich eigentlich so gründlich untersucht. So gründlich durchsuche ich nicht mal meine Wohnung. Das macht keinen Sinn. Ich glaube nämlich nicht, dass wir noch... also zurückkommen wir nicht und ich glaube, dass wir, sobald ich da hinten weitergehe, ist zu Ende. Und es wäre witzlos, Tagebuch Eintrag Nummer 2 nach Nummer 3 zu packen. Auf der anderen Seite ist den Spieleentwicklern hier eigentlich alles zuzutrauen, wenn ich das mal so sagen darf. Alter, ich bring mich hier noch selber um. Ich meinte, ich mache ja nach diesem Durchgang noch einen Durchgang. Das ist nämlich unmöglich, in einem Durchgang alle Trophäen zu bekommen. Und ich werde mich von dem anderen Durchgang natürlich darüber informieren, wo diese ganzen Sammelobjekte sind. Und wie ich finde raus, dass das hier drin ist und ich laufe jetzt einfach schon zum 5. Mal dran vorbei. Naja. Wer weiß, wo die andere Postkarte ist. Die andere an der Dartscheibe habe ich auch fast übersehen. Na gut, dann wollen wir mal. Ja,
Alter. Ich treffe mit der Gatling dann gefühlt gar nichts. Okay, so geil ist die Gatling Gun doch nicht, wenn ich das mal so sagen darf. Ich hätte die Kalasch behalten sollen. Gut. Nein. Den aber so will ich. Eine Tagebuchseite und eine Postkarte fehlt mir. Ist doch dumm. Dabei habe ich alles so gründlich durchsucht. Oh, Katastrophe. Kaum zu glauben, dass ich den Arschlöchern von der Hanse geglaubt habe, dass Moskau vom Hauptquartier kontrolliert wird, dass wir uns noch im Krieg befinden, dass es hier Generäle gibt, die die Befehle geben. Was war ich für ein Idiot? Geh weg. Ich wiederhole meine Frage. Was machen wir jetzt? In die Wüste zum Baron fahren. Können wir zurückgehen? Nach Moskau? Ihnen die Wahrheit über den Krieg und die Regierung erzählen? Die würden uns bei unserer Ankunft erschießen. Und selbst wenn wir durchkämen, was könnten wir gegen die Hanse unternehmen? Wer würde uns glauben? Wir haben keine Beweise. Wie wäre es, zurück zu Wolga zu gehen? Dort könnten wir leben. Und was machen wir mit den Einheimischen dort? Die waren nicht wirklich glücklich, uns dort zu sehen. Sollen wir sie alle umlegen? Möchte das hier irgendjemand? Damals in Moskau hat Artyom davon geträumt, einen bewohnbaren Ort zu finden und eine Kolonie zu errichten. Sollten wir nicht damit beginnen? Die Idee ist gut. Die Entwickler sind ziemlich schlau, um Zeit und Geld zu sparen. Fährt zwar die Lok, aber man kann nicht durch die Fenster gucken wegen heller Mond oder helle Sonne. Damit man keine Animation machen muss. Aber wie sollen wir einen passenden Ort finden? Einfach weiterreisen? Die Aurora muss gewartet werden. Was sollen wir machen, falls sie ausfällt? Satelliten! Welche Satelliten? Willst du den verdammten Planeten verlassen? Es gibt eine Kommunikationszentrale für Satelliten am Kaspischen Meer. Sie hat den Krieg überdauert. Oh. Und wenn wir uns Zugriff auf die Satellitendaten verschaffen... Dann müssen wir nicht wahllos umherfahren. Karten mit Strahlungswerten und auch normale Satellitenaufnahmen könnten uns sehr helfen.
Kein schlechter Gedanke. Was, wenn es dort Schlimmeres als Kannibalen gibt? Könnte natürlich sein. Aber erstens werden wir dieses Mal vorsichtig sein. Und zweitens, hat jemand einen besseren Vorschlag? Ich nicht. Ich schätze, dann haben wir wohl einen... Wo ist Jermak eigentlich? Artyom, sollen wir nach deinem... Ha! Verdorbenes Abendessen. Cool, so sieht also eine Karte aus. Verdorbenes Abendessen, Errungenschaft bekommen. 3 Monate unterwegs. 3 Monate ständiger Prüfungen. Aber nach Yamantau sind wir für alles gewappnet, was das Schicksal uns entgegenwerfen kann. Nur wenige Kilometer trennen uns von der Kommunikationszentrale Caspian 1. Wird es auf den Karten auch nur einen Fleck Erde geben, der frei von Strahlung ist und an dem wir uns in Frieden ansiedeln können? Ich weiß es nicht. Aber was bleibt uns noch außer Hoffnung? Die Wüste fordert ihren Tribut, die Mannschaft leidet unter Hitze und Durst und die Aurora ist nicht in Topform. Die Kohle ist aufgebraucht. Wir müssen jetzt den verfügbaren Brennstoff nutzen. Alte Bahnschwellen und Zweige. Ja, und damit betreten wir die Wüste und sagen Hallo zum Baron. Jetzt wird es besonders schwer. Wir dürfen hier nämlich niemanden töten und damit meinte ich auch absolut niemanden. Und hier treffen wir das erste Mal auf die Spinnen, die nur am Bauch verwundbar sind. Also mit Lichtblatt, damit die sich umdrehen und dann volle Olle mit der Shotgun reinbrezeln. Problem ist, wir haben keine Shotgun-Muni. Und was ich hier auch nicht verstehe ist, warum ist der Zug kein Safehouse? Das habe ich bei der Wolga schon nicht verstanden. Geh weg. Du wenigstens schön wärst. Tschut. Da würde ich mich nicht gegenlehnen, könnte heiß sein. Das gefällt mir hier ganz und gar nicht. Nichts als Sand und Hitze. Ich fühle mich echt beschissen. Der Baron, der Zau ein Met. The Baron, a.k.a. Herrn Gartor, a.k.a. Hey, diese Begrüßung auch nicht gefallen. Auf geht's. Wir haben in diesem Dorf halt gemacht. Anscheinend lebt da jemand, ich verstehe. Wie läuft es bei den Männern denn? Stepan ist am schlimmsten dran. Den anderen geht es aber auch nicht so gut. Nur wir hier sind noch kampffähig. Danke. Du unter mir, kundschaftet die Gegend aus. Wir müssen den verdammten Bunker finden und dann sofort aufbrechen. Mit dem Aufbrechen könnte es ein kleines Problem geben. Oberst, im Kessel ist kaum noch genug Wasser, um Tee zu kochen. Und die Kohle ist auch alle. Ich verstehe. Dann müssen wir uns auch darum kümmern. Es wird gespeichert. Unter mir, eine weitere Aufgabe. Sucht Wasser und Brennmaterial. Ist klar. Mach die Männer bereit. Wir müssen eine Verteidigung aufstellen. Sei nur vorsichtig, okay? Bis bald. Artyom, wir müssen herausfinden, wer diese Männer mit dem Auto sind. Sie sahen wie gewöhnliche Banditen aus, aber wir können hier kein Risiko eingehen. Das Auto ist zum Dorf gefahren. Anscheinend haben sie dort eine Funkstation und da gibt es bestimmt die Informationen, die wir jetzt brauchen. Brech auf, sobald du bereit bist. Christ, kann deine Motordraisine den Zug ziehen? Vielleicht, aber nur langsam und nicht allzu lange. Der Motor ist zu schwach für das Gewicht und wir haben nicht mehr viel Diesel. Tja, wenn wir genug Diesel hätten, bräuchte die Aurora keine Hilfe. Wieso? Ihr Feuerkasten war ursprünglich auf Kohle ausgelegt, aber sie hat auch eine Hitzeverkleidung und Einspritzdüsen für Flüssigtreibstoff. Warum hast du das nicht schon vorher gesagt? Sie haben nie gefragt. Ich mag Jermak.
Funktioniert das Einspritzsystem noch? Das müsste ich überprüfen. Dann mach das zusammen mit Crest. Das erledigen wir in 0, nichts. Kein Problem. Aber davon haben wir auch keinen Diesel. Wenn ich mir ansehe, wie die Einheimischen hier herumfahren, sollten wir leichter an Diesel als an Kohle kommen. Und was ist mit dem Wasser? Ohne Wasser läuft sie nicht, aber unsere Tanks sind leer. Wir lösen die Probleme eins nach dem anderen. Darf ich jetzt? Ich will nämlich hier die Statistik gucken, dafür switche ich mal kurz die Szene. So, wir haben die Wüste, heißt ein neues Open World Level. Das heißt, wir dürfen hier niemanden töten. Bei Banditen bin ich mir nicht sicher, aber von den Einheimischen in der Wüste dürfen wir niemanden töten. Und mit niemanden meinte ich auch niemanden. Weil, wenn wir hier Leute töten, verlieren wir... Ich weiß nicht, ob wir da mehr verlieren oder ob der verletzt wird. Ich kann mich irgendwie nicht daran erinnern, dass wir den verloren hätten. Lass mich mal kurz gucken. Eimeraufzug müssen wir benutzen, aber das kommt ja später. Das schaffen wir in diesem Stream nicht und vielleicht auch nicht im nächsten Stream. Damia in Wüste. Typ mit Autoschuss im Haus nicht töten. Im Schiff bei Sklaven niemanden töten. Am Leuchtturm niemanden töten. Und das am Leuchtturm wird die Hölle, sag ich euch. Weil da sind 300 Gegner und wir können die nicht K.O. schlagen. Wir können sie eigentlich nur töten. Wir müssen da irgendwie vorbei. Ich habe aber absolut keine Ahnung wie. Weil sobald mich einer sieht, schießen 300 Leute auf uns. Also, das wird die Hölle, sag ich euch. Beim Eimerfahrstuhl niemanden töten, das Schiff mit Sklaven, alle. Wir müssen übrigens alle Sklaven retten. Kanalisation auch niemanden töten. Da laufen auch bewaffnete Sklaven rum, die dürfen wir auch nicht töten. Beim Baron niemanden töten. Beim Baron gibt es zwei Sklaven, die wir retten müssen. Der eine ist relativ easy, bei dem anderen kann es eine Schießerei losgehen. Ja, das wird hier nicht einfach. So, nochmal ganz kurz hier zurück und wieder Ryan. Wir haben schon 21 Errungenschaften von 68. Und von denen haben wir drei versteckte. So, Sam's Story interessiert mich noch nicht. Das machen wir später. So, die Errungenschaft kriegen wir gleich. Das ist nämlich das Auto, was wir gleich holen. Das ist der Eimeraufzug, den ich eben gesagt habe. Das ist Late Game. Da sind wir gerade. Das kommt später im Late Game. Das ist auch Late Game. Late Game, Late Game, Late Game. Schaffe der Tiger, ohne jemanden anzugreifen und ohne bemerkt zu werden. Diese Errungenschaft werden wir in diesem Stream, in diesem Durchgang nicht kriegen, weil ich will alles durchsuchen und das schaffen wir nur, wenn wir entdeckt werden. Das spare ich mir für den Stahlmodus auf. Schaffe Level Tiger, das ist easy, das ist auch später, das ist ganz am Ende. Das hier ist unsere letzte Amtshandlung in diesem Spiel. Und ja, das kriegen wir später. So, 7 Kills. Ich habe mit 7 Waffen schon einen Kill. 1, 2, 3, 5, 6. Das hat man nur 6 aufgeschrieben. Aha. Gut. Finale Verbesserung von Tubes Anzug. Die letzten 4. Und mit 4 meine ich 5. Verbesserung gibt es hier in der Wüste. Und das hier will ich, wenn möglich. Das können wir schaffen. Easy. Aber das hier will ich eigentlich schaffen. 54? Was? Wo haben wir denn jetzt noch einen getötet? Oder war einer von den Kannibalen ein Mensch? Im Grunde genommen waren das alles Menschen. Ja, diese Errungenschaft werden wir in diesem Durchgang schon nicht schaffen, weil uns fehlen jetzt schon ein paar. Aber das ist egal, das schaffen wir im Stahlmodus oder später noch würde ich das im ganz easy Mode machen. Oh, wir einmal schnell durch alle Level flitzen. Gut, das war's zur Statistik. Ich wechsle wieder die Szene. Da wird nochmal wieder gespeichert. Mensch, hier wird ja öfters gespeichert, als mir lieb ist. Ich bin gerade am Überlegen, die komplette Wüste ohne das Auto zu erkundigen und der Mission für Mission abzuarbeiten. Das könnte aber lange dauern, weil die Wüste ist riesig. Die Wüste ist scheiße groß. Das sieht nur so klein aus, aber... Das ist scheiße groß hier. Hier bauen wir nachher unser Lager. Und ich finde trotzdem lustig, dass das hier nicht unser Safehouse wird. Wer ist denn das?
Ach, das ist, glaube ich, Damia. Damia verliebt sich übrigens in Gjul, die irgendwo da hinten auf dem Leuchtturm wohnt, die jetzt in den Bunker lässt, wo wir unbedingt rein wollen. Wo wir nachher die Karten rausholen. Wo mag bloß dieser Bunker sein? Ah ja, eigentlich will ich gar nicht in den Bunker. Warum ist die Hupe eigentlich mal dauert man nicht da? Also gut, überprüfen wir erstmal diese Einspritzdüsen. Mit Antenne. Ich wette, die müssen gereinigt werden. Wer dorthin gegangen ist. Wir erwarten einen Bericht von dir. Na ja, redet mal alle auf einmal. Warum kann ich mein Fang das eigentlich nicht raus? Das ist voll dumm. Naja, Oberst Miller. Mit der hier müssen wir auch etwas unternehmen. Notiert. Auf zur nächsten. Die hier ist gut. Als ob sie gestern gereinigt worden wäre. Klasse. Weiter zur nächsten. Im Late Game sieht der Horror so geil aus mit dem fetten Schneeflug davor. Hier bin ich mir nicht sicher. Irgendwas stimmt nicht, aber ich kann es nicht genau sagen. Mach mal eine Notiz. Klar, was ist mit der hier? Was macht der da eigentlich? Wie kommt der da hin? Das hat doch niemand den Zug verlassen. Okay. Die gefällt mir. Glänzt wie neu. Also, perfekt. Wenigstens etwas, das in Ordnung ist. Die ist in Ordnung. Sehr gut. Ja, Oberst. Artyom, verlassenes Dorf. Ja. Gebäude mit Antenne. Überprüfe, wer dort hingegangen ist. Ah. Wir erwarten einen Bericht von dir. Moin. Was machst du denn hier? Wer bist du? Warum komme ich hier nicht weiter? Und warum kommen wir nicht nach hinten? Ich will an die Werkbank. Weil ich will die Scheiße hier nicht mitnehmen. Ach, Ayosha. Ich wusste gar nicht, dass ich so furchteinflößend, dass ich so scheiße aussehe, dass ihr abhauen müsst. Ja, sorry. So, lass mal kurz gucken, was gibt es hier? Weißt, das kann nicht sein, dass es hier nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tagebucheinträge gibt. Und 1, 2, 3, 4, 5 Tagebuchseiten. Wie sieht das Gebäude aus, Idiot? Die hier ist gut. Als ob sie gestern gereinigt worden wäre. Voller Müll jetzt. Müsste mal aufgeräumt werden. Verdammt, die Sonne brennt heute aber heftig. Okay, richten wir die Stellung ein. Du gehst zurück zum Zug. Idiot, du holst die Lok. Ich räume hier auf und dann holen wir Stepan. Hier ist es kühler als im Zug. Euer Wort ist mein Befehl, Lehnsherr. Soll ich nur beginnen? Beginnen! Cool. Okay, geh ich jetzt. Ciao. Ah, noch sieht die Hütte scheiße aus. Uns ist allzu heiß. Ich löse ihn ab, sobald Stepan hier ist. Ja, kriegen wir schon hin. Tja, ich muss auch los. Artyom, wir kommen hier klar. Zikapron. Cool, ein Briefkasten. Also muss ich hier durchgucken. Könnte ja ein Tagebuch liegen. Oh, geil, Scheiße. Erstmal scheißen, Alter. Seit 3 Monaten unterwegs und noch nicht einmal scheißen gewesen. Das, mein lieber Sam, ist ein Regal. Artyom, wir kommen hier klar. Oh,
Ich hätte jetzt auf ein Gespräch gehofft, aber wenn du nie willst, explodiert das? Nein. Habe ich gerade meine letzte Kugel verballert? Ja. Wo kommt die Kugel her? Ich hab doch gerade die letzte verballert. Oh, Herr. Herrlich. So. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt noch mache. Ich glaube, das Auto holen wir uns noch und dann ist Feierabend jetzt für heute. Na? Ich dachte, du wolltest in die andere Richtung gehen, Artyom. Ich kann doch erstmal hier lang gehen. Cool. Ein formschönes Fragezeichen, sogar zwei. Das eine ist ein Banditencamp, das andere, glaube ich, ein gefährlicher Ort. Ich weiß zwar nicht, was wir da jetzt entdeckt haben, aber wir haben was entdeckt. Ach, ich freue mich schon, wenn sie den Zug angreifen. Juhu! Juhu! Hier müssen wir auch etwas unternehmen. Alter, was haben wir eigentlich. Oh. Was haben wir nicht alles so an Gepäck mit? Da richtig krake ist das. Du hast was für mich. Gehst du raus? Dann sieh mal hier. Brandmoni. Das hier habe ich gerade fertig bekommen. Cool. Ich habe ein paar TIA-Patronen ausgehöhlt und Sprengstoff gefüllt. Oh. Ganz schön explosive Munition. Jetzt ist nur die Frage, selber machen. Das ist ganz einfach. Wie wechsle ich diese Muni? Denk dran, deine Waffen regelmäßig zu reinigen. Wegen vielen Sand. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Muni wechsle. Da wird schon wieder gespeichert. Alter, wie oft wird gespeichert? Manchmal speichert das Spiel gar nicht, manchmal alle 100.000 Mal. So. Oh. Brandmoni. Wenn du gekommen bist, um Kühlflüssigkeit bei mir zu holen, dann kannst du gleich wieder von. Ja, jetzt ist Kühlflüssigkeit, gib es ja nicht. Hallo, Adrian Creeper 2008. Shotgun-Muni haben wir 0, aber wir haben viel Kalasch-Muni. Und das nehme ich mal als Anlass, mal so ein bisschen hier durchzutauschen. Und zwar hätte ich hier gerne. Ah, die Gatling. Also nicht, die Gatling gefällt mir nicht. Das ist nicht mein bester Freund, wenn ich das mal so sagen darf. Aber die Shotgun nützt mir auch nichts. Da habe ich nämlich keine Muni. Deswegen nehme ich hier die Kalasch. Den Kollegen. Erstmal den Kollegen. Das Ding hier. Und die Gatling tausche ich gegen den. Ah, komm, nehmen wir mal die Bastard. Bastardos. Zack, zack. Geschlossenes Visier. Ja, gib mal her. Zack, danke. Dankeschön. Und was haben wir hier? Oh, Nachtsichtvisier, das ist scheiße. Braucht kein Mensch. Gut, damit haben wir unsere Kniften einmal. Sauber gemacht. Perfekt, so will ich das haben. So, ja, da muss ich nochmal rausfinden, wie ich die Muni wechsle. Ich habe nämlich legit keine Ahnung, wie ich die Munition wechsle. So, hier ist auch noch alles Taco, alles Chia, alles Fresh. Ja, dann haue ich hier nochmal die Filterzeit auf 10 Minuten. Den lasse ich so, falls wir einen finden. Bastard Muni, Kalasch Muni. Oh, wir haben ein bisschen was im Überfluss, ob ich das noch mal erleben darf. Moin. Artyom, warte, ich komme mit. Ich glaube, ich könnte gerade einen kleinen Spaziergang gebrauchen. Stjopa, du kannst kaum gehen. Ruh dich besser aus, solange du keinen Dienst hast. Tja, Artyom, ich fühle mich tatsächlich nicht ganz gut. Vielleicht nächstes Mal. Kriegen wir hin. Echt so. Artyom und Damir wollen nur erkunden, nicht kämpfen. Und was, wenn sie angegriffen werden? Dann ziehen sie sich zur Basis zurück, wo du und Sam ihnen Feuerschutz gibt. Also solltest du dich jetzt ausruhen. Ja. Du hast recht, Katja.
Okay, you don't understand nothing, but I am a German creator, not a Spain. I don't speak Spain and my English is very, very well. My English is not good, you know. Wie geht es Stepan? Er hat einen Sonnenstich. Außerdem ist er dehydriert. Er sollte sich besser an einer kühlen Stelle ausruhen. Die Jungs sehen sich jetzt das Bahnhofsgebäude an. Dort bringen wir ihn unter, sobald sie damit fertig sind. Hoffentlich bald. Gut. Ach, was soll denn der Scheiß hier? Das Bullshit. So, Kenners, dann machen wir mal. Ah. How I switch the ammunition from normal ammo to fire ammo? I don't know. I know how to switch. You press C and R at the same time and then you switch the ammunition. Cool. I've write it down for highlights. Oh. Because I play in the Ranger hardcore mode and in this mode I have no HUD and no I don't know the English word for this, for Hinweise. Moin Keulin, ja, ist klar bei dir. Hast du das Gebäude mit der Antenne gesehen? Das Auto ist dorthin gefahren. Sei aber vorsichtig da draußen, denn wir wissen nicht, was uns von den Einheimischen erwartet. Oh. Don't worry, speak obviously in German, I don't care, it's your language. Cool. So. Na, Kolle. So, dann wollen wir mal hinterm Haus gucken, weil meistens sind die interessanten Sachen immer hinterm Haus. Da versteckt man auch immer die Leichen, zumindest mache ich das immer. Aber I think here is no Leiche. Tag. So, wollen wir mal das Auto holen, wa? Dann haben wir nämlich einen Fahrbahnuntersatz. Und den können wir tschut. Hui. Sonnenbrand, der Kollege. Sonnencreme vergessen. Ich mag die Bastard, wenn ich das mal so anmerken darf. Zum Kühlflüssigkörper mir zu holen, da kannst du gleich wieder verschwinden. Ada_73, danke für den Follow. Und genau, merkt ihr das? Kühlflüssigkeit gibt's bei mir nicht.
Also jetzt los hier. Hallo, Pablo Gamer 2022. Nein, 20.200. Digga. Sprachdurchfall. Gib mir das. Artyom, anscheinend braut sich ein Sturm zusammen. Der Himmel ist ganz schwarz. Hallo, Pablo Gamer. Digga. Ja, Sandstürme sind tatsächlich nicht so geil. Da brauchen wir nämlich einen Unterschlupf, ansonsten müssen wir Filter wasten. Und da habe ich ja eigentlich mal so überhaupt gar keinen Bock drauf. Hey, Freunde! Na? Na. Eine neue Waffe. Alles klar. Läuft bei dir, Kollege. Oh. I have no ammunition. So, jetzt ist die Frage. Lasse ich die Wumme hier liegen? Ich glaube, ich lasse mal die Kalasch hier liegen. Ich glaube allerdings, dass ich hierfür keine Muni habe. Das Ding ist die Wolf. 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 Oh, pardon. Scheiße. Eine Schnipper-Rifle ohne Schnipper-Magazin ist keine Schnipper-Rifle. Ja, 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 ja. So, kein Tage. Oh nö. Muni. Das Ding, wenn ich das. Hallo. Hallo Jose Petora Dellas. Danke für den Follow. Cool. Wenn es Bratmaxe gibt, fängt die Stimmung an. Frische Grillkospektat, da will jeder gleich ran. Also Bratwurst muss Bratmaxe von Maiko sein. Hä? Lol, ich hätte die ganze Zeit die Taschenlampe an. Wäre eigentlich lustig, wenn jetzt noch eine Gruppe mitten zukommt, der voll mit Schmackes durchrast und dann in die volle Kanne in die Aurora reinballert. Ich weiß nicht. Oh. Das würde ich irgendwie feiern, wenn ich ehrlich bin.
Oh, was ist denn hier passiert? Das war der letzte Schuss und das war mal wieder richtig dumm. Aber immerhin kann ich die Wave jetzt abhaken. Damit haben wir ebenfalls den Kill gemacht. 01 Sammelpunkt 26000. Was? Wie? Was? Hä? Wer will hier aufs Maul? Gib mir das. Durch die Häuserruinen will ich noch gar nicht. Oh, es wird gespeichert. Cool. Ah, wir sollten uns jetzt mal das Auto holen. Cause I think we get a problem. Schnauze halten. Sturm, Dämon, oh. Nein. Oh, fuck. Oh. Bremst wohl. Hui. Oh, oh, das sollte ich nicht machen. Nein. Will meine Shotgun wieder haben. Da-da-da-da.
Ist das dein Scheiß Ernst? Gott, wir haben, danke. Wenn es Bratwürste gibt, fängt die Stimmung an. Frische Grillknoblauch ist zart, darf man jeder gleich ran. Unsere Bratwurst muss Bratwürste von Maika sein. Ich sehe gerade mit der Taschenlampe und mit dem Nachtsichtgerät einen Scheiß. Der Metal-Detektor, der piept hier überall, obwohl hier nichts ist und... Oh, Katastrophe, Alter. Matsch! Theoretisch dürften hier keine Mutanten mehr sein. Sturm ist auch gleich vorbei. So. Willst du mich nicht irgendwie von oben überraschen? Wollte ich gerade sagen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt drücken soll. Es war ein Fehler, von dir herzukommen. Okay, ich hätte was drücken sollen. Gut, nochmal das Ganze. Juhu! Vielleicht gibt es eine Trophäe, sterbe, töte dich so und so oft mal selbst. Ich mache im Übrigen jetzt nur noch so lange, bis das nächste Mal gespeichert wird und dann ist ein Cut, dann ist Feierabend für heute. So, lass mal die Knusperparty hier. Zack. Ihr knuspert da jetzt erstmal weg und ich guck mal hier, was hier ist. Aha. Doch so viel? Cool. Hat sich richtig gelohnt, dass ich hier bin. What the fuck, als ob du das überlebt hast. Mann!
Mach das nicht nochmal, Alter. Sieh mal einer, guck. Und die Tür einmal öffnen, bitte. Und auch die hier. Und solange wir hier sind, kann ich ja das hier nochmal eben nehmen. Wo auch immer er herkommt. Ich habe keine Ahnung. Ich drücke mal nur E. Also nur E und linke Maustaste. Oder... Ich ergebe mich! Ja. Ich hoffe, ich habe den nicht getötet. Ja. Wenn ich den jetzt schon getötet habe, dann ist alles hinfällig jetzt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich ihn nicht getötet habe. Hier wird gerade gespeichert. Deswegen sage ich jetzt an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr dabei gewesen seid, hauen Sie rein. Tüdelü. Ende.